mitten im Moduspark. Nach circa 16 Kilometer Fußmarsch durch die hiesigen Sumpfwälder hier bin ich hier an dieser Hütte angekommen. Leicht geschädigt, weil ich habe einen Rucksack dabei. Der ist mir zu schwer oder ich bin es nicht gewohnt. Ich bin es nicht so wirklich gewohnt. Und das ist ein See. Und irgendwie so läuft dieser Weg. Der ist aber noch sehr fit, der Weg hier. Na? Und da gibt es in dem Park einzeln verteilte Hütten, so alle 10 Kilometer. Wenn man Glück hat, sind die offen, da kann man sich vor den Mücken retten. Jetzt geht's. Aber wenn man da in dem, hier so im Uferbereich oder in den Wäldern, so hier geht's, sobald ich da vorne im Wald stehen bleibe und mir nur die Schuhriemen binden muss, werde ich umringt von 30, 40 hungrigsten Mücken. Die haben hier so einiges. Und da gibt es noch eine traditionelle Hütte, die Gotta. Die haben halt einen Nachteil, die Koten, dass sie nicht ganz dicht sind. Das heißt also, man schläft da nicht allein drin. Da sind etliche Mücken drin und die piesacken einen. Ich mach mal das Ding auf. Muskelkater, ich sag's euch. Da sind die ersten miesesten Stechviecher. Da, wie sie mich versucht zu stechen. Oh, so sieht eine Kot da von innen aus. So. In der Mitte ein Feuer. Wir gehen rein. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt hier mitmacht. Ah, ist jetzt nicht. Ich hab echt Muskelkater. Eine Kot da. Mit einer Feuerstelle in der Mitte und außenrum sind Schlafplätze und ein paar Sachen haben die Leute hier gelassen. Aber ich bevorzuge eine andere Einrichtung. Die zeige ich euch jetzt, wo ich hier die Nacht verbringen werde. Aber und dann hoffe ich, dass mein Muskelkater, vor allem in den Schultern, das liegt durch den Rucksack, weg sind. Aber eben, als ich hier vor 3 Stunden angekommen bin, da ging gar nichts mehr. Ich musste mich echt hinlegen. Das heißt also, ich werde morgen, hier wird es eh nicht so richtig dunkel, jetzt haben wir 18 Uhr, Morgen werde ich den Weg zurück machen. Dann geht es, das kann man jetzt unheimlich schlecht sehen, vielleicht morgen nochmal filmen. Da hinten über diese Seen, das sind so Sumpfgebiete. Ich zeige mal ungefähr, wie es aussehen wird. Ich gehe ungern rein. Das ist so ungefähr. Das ist ein Tundraboden. Da ist ein sumpfig. Sobald ich jetzt hier drin stehen bleibe, und dann geht der Weg da über sowas. Das sind so Dämme. 5 Kilometer und dann geht es wieder durch knorrigst verwurzelten Wald, Wurzelhohlwegen und dann kommt wahrscheinlich so nach 10 Kilometern eine Hütte, da werde ich noch eine Nacht übernachten und die restlichen Kilometer bis zum Parkplatz außerhalb dieses Parkes Modus werde ich wohl am darauffolgenden Tag gehen. Na, so sieht das aus, man sieht hier unheimlich wenig Tiere. Na, da gibt es typische Ameisenhügel, wenn man das mit der Einstellung sieht. Ich zeige euch jetzt das Innere der Hütte. Erstaunlicherweise sind es nämlich Moskitos. Die fressen einen. Und auf dem Hohlweg kann man schlecht auf dem Weg durch den Sumpf hier, die 5 Kilometer, so auf Brettern läuft das entlang. Da muss man regelrecht balancieren, weil links und rechts ist Sumpf. Und ich weiß nicht, ich möchte nicht reintreten und da kannst du auch nicht den Rucksack absetzen, weil du ihn nicht ablegen kannst. Und ansonsten kommen da wenn der Wind nicht geht,
Mücken ohne Unterlass. Jetzt geht's eigentlich. Erstaunlich. Jetzt, wo ich filme. So, ich gehe jetzt hier mal rein in die Hütte. So sieht das hier innen drin aus. Ah. Da hat man hier Tür zu, sonst haben wir Mücken drin. Hier hat man was zum Waschen. Blick nach draußen. Das ist hier. Da ist mein Zeug. Ich werde heute da unten schlafen. Die sind sehr, sehr komfortabel. Da habe ich richtig Glück. Ich gucke das mal. Blick nach draußen. So sieht's. Kochgelegenheit, die haben sogar Gas hier. Also so sieht das hier aus. Na. Puh, und ich bin ganz schön erschöpft. So, ich habe ein Fenster geöffnet, Fliegennetz davor. So, ich mache aus. Ich gehe draußen noch eine rauchen und dann bin ich so kaputt. Dann werde ich wohl schlafen gehen. Ich bin nämlich echt müde. Und da hab ich Glück und es kommt noch jemand vorbei. Das weiß man nicht. Ah, Kaffee ist leer. Mist. Ah, da hinten ist Brunnen. Was Wasser nimmt man hier aus dem Brunnen. Und ansonsten geht das. Still ist es hier. Viele Tiere sieht man hier nicht. Und man hat auch gar nicht die Möglichkeit, weil wenn man auf dem Weg unterwegs ist, muss man ständig auf den Boden achten, damit man sich nicht irgendwie umknickt oder sowas, weil manchmal geht es zwischen kleinen Felsen, so wie diese da, hin und her, und dann muss jeder Fußtritt muss schon festen Untergrund finden, und dann ist man halt damit konzentriert, auf den Boden zu gucken, und sobald man versucht, also wenn man stehen bleibt und die Landschaft beobachten möchte, vielleicht mit einem Fernglas gucken oder ein Foto schießen, das hält man nicht lange aus, weil dann hat man, wie gesagt, dann gleich 20, 30 Mücken um einen herum. Ja. Hier geht's. Hier sind es vielleicht 3, 4. Ja. Okay. Das war's. Ein Blick um die Ecke nochmal. Hinter dem Haus, da gibt es eine Feuerstelle. Hier ist Gas. Normal kostet das sogar Geld, das kostet 140 Kronen. 9,4 Kronen sind 1 Euro. Aber ich habe kein Geld und I clean everything up. So geht dann der Weg weiter. Der würde dann quasi so weitergehen, wie er da jetzt läuft. Bis dann. Bis zum nächsten Film. Da ist noch mal